Hallo meine Lieben und willkommen zu meinem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr alle wieder eingeschaltet habt. Und heute wird es ein sehr spannendes Video, vor allem auch für mich geben. Ich erkläre euch jetzt mal, okay, ihr habt den Titel schon gesehen. Ich erkläre euch mal, wie es zu diesem Video gekommen ist. Julian hat vor, ich glaube, 2 oder 3 Tagen einen Tweet geschrieben und hat sich wirklich so viele Sachen im Internet bestellt für neue Videos, dass ich zu diesem Zeitpunkt noch nicht wusste. Er hat auch eine Sache für mich bestellt. Das Einzige, was ich wissen darf, ist, es sind angeblich die höchsten Schuhe der Welt. Und die sind angekommen und wir werden diese Schuhe, also ich habe sie noch nicht gesehen oder so, ich kann mir darunter nichts vorstellen. Wusstest du, dass die, das sind High Heels, die heißen aber Sky Heels. Hä, voll der geile Wortwitz eigentlich. Soll ich sie aber reichen? Okay. Sie hat es noch nicht gesehen. Viel Spaß damit! Was sind die höchsten Schuhe, die du hast? Die müssen so 12, 13 cm hoch sein. Und die sind schon hoch. Dann kriege ich immer so, wie kannst du darauf laufen den ganzen Tag? Die sind ein bisschen größer. Ich trage, okay, also. Das ist ja langweilig, ist ja alles eingepackt. Das ist so aufregend. Mein Freund hat mir Schuhe bestellt im Internet. Was ist das denn? Willst du mich verarschen? Das ist doch kein Schuh! Zieht euch das mal rein, Leute! Das 30 cm sind die! Das ist doch kein... Hey Leute, ich muss dazu kommen. Die Bibi ist 30 cm kleiner als ich. Das heißt, mit diesen Schuhen sind wir gleich groß. Tschüss! Ganz kurze Unterbrechung an dieser Stelle, falls ihr euch wundert, warum ich gerade so fertig aussehe. Ich habe vergessen, diese Szene aufzunehmen und nehme sie gerade quasi mitten in der Nacht auf. Also gleich geht es weiter in voller Frische. Aber ich habe eine sehr, sehr geile Information für euch. Und zwar werden wir nächste Woche schon in Dubai sein. Und als wir letztes Mal in Dubai waren, haben wir da sehr, sehr viele Zuschauer getroffen, die dort und auch in Abu Dhabi leben. Und deswegen werden wir jetzt ein kleines Zuschauertreffen dort machen. Wir freuen uns mega. Und zwar wird es nächste Woche Mittwoch am 24. um 17 Uhr anfangen. Und zwar werden wir uns in der Riverland in Dubai Parks and Resort treffen. Ich blende euch hier auch nochmal ganz kurz so einen Plan ein, wo das genau sein wird. Und alle Informationen dazu findet ihr in der Infobox. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr aus Dubai, Abu Dhabi oder da irgendwo in der Umgebung kommt. Ja, dass ihr vorbeikommt und wir uns treffen können. Ich freue mich, wir freuen uns. Jetzt geht's weiter mit dem Video. Viel Spaß und das war's. Ey, ich komme gerade nicht mehr auf mein Leben klar. Wie groß, die sind größer als dein Kopf und dein Hals zusammen. Warte mal, aber die kann man doch nicht echt anziehen und damit rumlaufen. Da laufe ich doch nicht drauf rum. Stell mal vor, ich breche um, da habe ich mir direkt mein ganzes Bein gebrochen. Welcher normale Mensch kauft sich solche Schuhe? Woher hast du die? Die habe ich online bestellt. Schreibt mir bitte mal in die Kommentare, ob ihr jemals in eurem ganzen Leben einen Schuh gesehen habt, der so hoch ist. Ey, ich habe wirklich mit viel gerechnet, aber das ist... Okay, warte, ich muss den anderen Schuh auch mal ausprobieren. Guck mal, wie das aussieht, das ist doch kein Schuh. Hey, welche Schuhgröße hast du überhaupt bestellt, Julian? 38. Das war 38, oder? Ja, so 37, 38. Ja, siehst du, steckst du irgendwas noch rein? Ey, du musst sie auch gleich anprobieren. Ist egal, du musst auch. Ja, ich probiere 37 an, vergiss es. Bis wie viel? Wie gab's wirklich? Bis 45. Ja, hallo? Geilste Videoidee auf der ganzen Welt. Wir bestellen dir die in 43. Oh. Und dann musst du auch diese Schuhe anziehen. Boah, Leute, stellt euch mal vor, der Julian auf diesen Schuhen. Ja, komm bitte. Leute, gib diesem Video unbedingt einen Daumen nach oben. Und dann werde ich diese Schuhe in 43 für den Julian bestellen. Dann macht der Julian genau das gleiche Video. Und muss auf diesen Schuhen so Parcours durchlaufen und so. Ich glaube, das sind so mit die höchsten, die ich habe. Okay, die sehen jetzt so läppsch dagegen aus. Also wie gesagt, ich glaube, das sind so 12, 13 cm der Absatz. Ich hatte sogar früher noch höhere. Guck mal, wie das aussieht. Ich habe mir jetzt erstmal eine Pappe als Unterlage geholt, weil ich glaube, ich vielleicht sonst den ganzen Boden zerstören werde hier. Oh Mann, oh, wieso muss ich immer so einen Scheiß machen? Ach du Scheiße, die sind ja richtig eng. Echt? Ja. Nein, jetzt sag ich, du passt nicht rein. Doch, chill doch, aber ich kann, guck mal, ich... Quetsch, 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 quetsch. Zeig mal seitlich. Ach du Scheiße. Weißt du, wie das aussieht? Kennst du diese Frau, die diese 6 Meter langen Fingernägel haben? Ja! Das sieht aus wie so eine Fingernägelkrankheit. Soll ich dir helfen? Ich trau mich nicht. Also ich helf dir. Ah!
kannst du dir aber festhalten, okay? Ja, also. Ach du Scheiße, Alter. Ich glaube, ich kann darauf keinen Meter laufen. Das ist unmöglich. Und nur einen Schritt damit zu machen. Ich kann auch noch nicht mal stehen. Ey, oder was so. Ist denn, wenn wir nebeneinander stehen? Ich bin größer als du. Nein. Ich bin größer Nein. als du. Nein, du bist nicht größer. Leute, schreibt mir in die Kommentare, wer sieht größer. Lass mal Rücken an Rücken. Ey, bitte denk dran, Julian hat die Haare hochgelegt. Ja, Rücken an Rücken. Oh Gott, ich hab Angst, dass du umfällst. Ja, klar. Mach mal keinen Holprigen. Aber ich glaube, ich bin immer noch größer, oder? Ach komm, das sind Julians hochgegelte Haare. Stell dir mal vor, ich hätte jetzt 30 cm. Dann würdest du mich... Warte, ich bin 1,87, 1,97, 2,70 Meter. Dann wäre ich 2,17 Meter. Ich möchte einen Schritt laufen. Aber warte, der Boden geht dann kaputt. Ja, was soll ich denn tun? Warte, warte, bleib kurz. Ich leg dir in der Unterlage. Warte, Baby, ich hab doch nicht... Warte, ich rutsche jetzt hinten doch ein bisschen raus. Können wir so ein bisschen Klopapier da reinstecken? Ich hab mich hingesetzt, alles gut. Schöne Schuhe. Ich will jetzt nicht angeben, ja, aber ich glaube, ich kann wirklich gut auf hohen Schuhen. Ja, du bist sehr gewohnt als kleiner Mensch. Aber das ist. Du hast halt gar. Ah, ich sehe schon die Kratzer am Boden. Das gibt wirklich Kratzer. Okay, ich geh zurück. Es gibt voll die Löcher. Was soll ich denn machen? Warte, halt, ich komm an der Blutdose fest. Scheiß die Wand an! Darauf habe ich mich vorbereitet! So, das ist jetzt dein Laufsteg, okay? Könnt ihr den Laufsteg sehen? Oh, ich will gar nicht wissen, wie das aussieht. Hier ist ein Baby, was kann gehen lernen. Okay. Komm auf den Teppich. Ja, warte jetzt, warte. Geh mal rückwärts. Warte, kann ich das noch mit meiner Kamera führen? Ja, mach schnell! Warte, bitte nicht hinfallen, Baby. Das Ding ist... Ich hab so Angst, damit umzuknicken, ne? Stell dir mal vor, ich knick damit um. Ja, das ist echt nicht gut, ich halte immer. Man hat schon echt so das Gefühl, man steht auf irgendwie so einem... Ja. Ach, Scheiße! Ist sie wehgetan? Scheiße! Nein, alles gut, Leute, Abbruch, das Video! Ich hatte eigentlich Challenges... Was passiert, wenn ich... Hast du wehgetan? Nein, alles gut. Ein bisschen aber, oder? Nein, geht schon. Boah, Scheiße, diese Schuhe sind echt, das ist doch eine Waffe. Muss man doch verbieten zu tragen. Was soll ich euch mal erzählen, was ich in meinem kranken Kopf gedacht habe? Was denn? Dass du gleich 100 Meter laufen damit machst und so. Ich kann doch nicht mal 2 Schritte damit machen, oder? Die rennen teilweise auf ihren hohen Schuhen, ne? Ich muss doch einmal normal darauf. Das. Man fällt einfach. Ich stelle dich wirklich nicht an, ich gebe wirklich mein Messer. Das ist wirklich so. Wie das so aussieht. Ey, versuch mal auf einem Bein zu stehen. Okay, warte. Okay. Chill, Rudi. Okay, warte, halt dich mal kurz. Das ist ja voll. Warte, ich möchte dich mal so küssen. Warte, ich will dich auch mal so küssen. Warte. Ich hab sie eben geküsst und ein paar Sekunden später ging es ihr plötzlich richtig übel. Die meinte, ich glaube, ich muss kotzen. Ja. War das wegen meinem Kuss? Nein, natürlich nicht. Ich stell dir meine Freundin wäre so. Gib mach mir Angst. Gib mir einen Kuss. Das wird bestimmt drauf. Nein. Boah, okay, also ganz ehrlich, mir tun meine Füße jetzt schon so unnormal hart weh in diesen Schuhen. Das ist nicht normal. Aber sind das echt die höchsten, die es gibt? Ich habe überall gegoogelt, es gab keine höheren. Weißt du was? Ich glaube, ich weiß, wofür die sind. Wofür denn? Die sind für Fotoshootings. Einfach nur, um sich da draufzustellen für ein Foto. Damit kann kein Mensch gehen. Deine Beine sehen aus, als wären die 8 Meter lang. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr sowas schon mal gesehen habt, beziehungsweise... mal in der Stadt war und dann ging da jemand lang mit diesen Schuhen so. Das war der höchste Schuh der Welt, beziehungsweise der Schuh mit dem allerhöchsten Absatz der Welt. Wie hoch ist der jetzt nochmal? 30 cm. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie hoch eure höchsten hohen Schuhe sind. Ich glaube, die ich jemals hatte, die waren, glaube ich, 14 cm hoch und das war wirklich hoch. Das tut mir echt leid, ich hätte so gerne irgendwelche Challenges damit gemacht. Ich hätte niemals gedacht, dass es so schwer ist, allein nur darauf zu stehen. Also, ich glaube, das hat auf jeden Fall viele interessiert. Daumen nach oben, wenn ihr Julian auch auf diesen Schuhen in seiner Schuhgröße sehen wollt. Nee. Wenn ihr Bock habt, dass ich mehr solcher mega krassen Gegenstände mal ausprobiere oder teste, die man sich irgendwie gar nicht vorstellen kann, die man sich eigentlich auch überhaupt nicht kaufen kann und die ihr noch nie irgendwie gesehen habt, dann schreibt mir das unbedingt in die Kommentare. Vor allem, vielleicht habt ihr ja sogar Ideen, was ich mir mal besorgen könnte.
Und mach das wirklich nicht nach. Ich glaube, das ist echt gefährlich. Ich hatte jetzt den Julian, der mir geholfen hat und ich konnte mich überall dran festhalten. Aber ich glaube, da kann man sich echt verletzen. Also ich habe mir schon auf normalen Schuhen richtig weh getan und das ist einfach nur, das ist eine Waffe, das ist kein Schuh mehr. So, jetzt verlinke ich euch Julians neues Video selbstverständlich auch hier am Ende und in der Infobox. Und ich werde jetzt das erste Mal in meiner YouTube-Karriere versuchen, das Ende mit diesen neuen Tools zu verlinken. Deswegen probiert das unbedingt aus, ob es geklappt hat. Das heißt, ihr könnt jetzt quasi, wenn ihr auf dem Handy oder Tablet oder wo auch immer gerade unterwegs seid, hier jetzt einfach irgendwo draufklicken und dann kommt ihr auf Julians Video. Und natürlich über den Link in der Infobox gibt es das auch nochmal. Wir sehen uns am Sonntag wieder. Um 11 Uhr kommt mein neues Video. Und das war's. Ich hab euch lieb. Danke fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Tschüss.